Hallo. Hi, wir sind Anja und Ilan. Wir befinden uns hier gerade in der Nähe von Wiesbaden und besuchen den lieben Markus, den wir im letzten Jahr auf dem Tiny House Festival kennengelernt haben. Wir besuchen ihn in seinem Tiny House. Da hat er uns schon einiges voraus. Ja, tatsächlich. Im letzten Jahr war noch in der Planung und jetzt steht es hier. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Hallo. Hallo, ihr zwei. Dürfen wir reinkommen? Kommt rein. Oh, Vincent wartet auch schon hier. Ja, zieh mal deine Schuhe aus. Wir ziehen jetzt mal die Schuhe aus. Dankeschön. Markus, erzähl doch mal ganz kurz, wie hast du dich dazu entschieden oder was war der Moment, als du meintest, ich baue mir ein Tiny House? Wie ist es gekommen? So diesen richtigen einen Moment gab es nicht unbedingt. Das war so eine Entwicklung über mehrere Monate, eigentlich sogar über mehrere Jahre. Ich habe damals auf YouTube ein Video gesehen, was mich inspiriert hat. Natürlich gibt es irgendwann mal so einen Schlüsselmoment, wo man sagt, irgendwas muss ich jetzt ändern. So in die Richtung, in die ich mich gerade bewege, ist nicht mein Weg. So will ich nicht weitermachen. Dann kam die Idee mit dem Tiny House wieder. Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Warum soll ich das nicht machen? Warum soll ich immer warten und träumen und Ideen nicht verwirklichen? Ich habe mir einen LKW geholt und ausgemistet. Einmal Keller in den LKW, weggefahren und habe dieses Gefühl des Loslassens gespürt. Mhm. Und dann war eigentlich der nächste Schritt logisch. Aus der Wohnung ausziehen, ein bisschen verkleinern, das Leben kleiner gestalten, entschleunigen und bewusster leben. Ich wollte leben. Das war so mein Weg zum Tiny House. Wie viel Quadratmeter hattest du vorher? 75, etwa 3 Zimmer, Küche, Bad, 75 Quadratmeter. Und jetzt sind es? Um die 22. Okay, und das Haus war wie lang? 7 Meter? 7,20 Meter lang, 4 Meter hoch und 2,55 Meter breit, also genau diese Standard normalen Maße. Und du hast auch wieder so eine große Deckenhöhe, das zeigen wir gleich. Ja, ja. Cool. Und du lebst jetzt wie lange schon hier drin? Knapp 2 Monate, ziemlich genau 2 Monate etwa. Und bist aber auch noch nicht ganz fertig mit der Einrichtung. Na, es kommen noch ganz viele Details. Mir fehlt noch ein kleiner Wohnzimmertisch, mir fehlt noch ein bisschen Dekoration und ein Spiegel im Badezimmer, ein kleines Küchenschränkchen und Details. Aber der Kamin ist schon drin. Wir sind schon begeistert. Wohnlich. Der Kamin ist toll. Und der heizt das ganze Haus oder heizt du auch anders? Also der Kamin heizt maßgeblich das Haus. Ich habe auch die Möglichkeit, über Gas zu heizen, ganz normal. Okay. Ich habe draußen im Technikkasten Platz für 2 11-Kilo Gasflaschen, aber der Kamin ist gemütlicher. Es ging einfach nur darum, dass ich einen Schreibtisch brauchte zum Arbeiten und ich kann den einfach, das ist immer ganz einfache Seilzugmechanik, ich kann den runterfahren bis unten hin. Mhm. Im Moment ist er noch sehr unaufgeräumt, weil ich ihn noch nicht wirklich nutze. Kannst hier vorne dran sitzend arbeiten. Die Couch kann ich auch noch ein bisschen weiter reinschieben, wenn ich dann meinen Bürostuhl habe, mit dem ich dann hier arbeite. Mhm. Ich kann ihn auch ein bisschen hochziehen, wo ich dann im Stehen dran arbeiten kann. Das ist super. Das funktioniert super. Ja. Dann habe ich bestimmt auch mehr Ordnung drauf, hoffe ich. Und wenn ich dann fertig bin, war mir wichtig, ich fahre nach oben. Und es ist aus den Augen, aus dem Sinn. Das heißt, du hast die Arbeit weg nach Feierabend. Es ist wichtig, dass man sich mit der Arbeit nicht mehr beschäftigt. Ich finde das genial. Also es ist so schön kaschiert alles. Ne? Also man sieht wirklich nichts von der Mechanik. Es ist richtig schön versteckt. Die Idee stammt nicht von mir. Das hat der Micha von der Tiny House Manufaktur, der das Haus gebaut hat, wirklich toll gemacht. Und du hattest auch gesagt, wenn du jetzt mal, du kannst dich ja jetzt nicht drauflehnen, weil es ist eben mechanisch, dann würde es quasi wieder absacken. Aber du könntest hier quasi mit Keilen dann das Ganze nochmal feststellen. Ja, Keile wäre die Notlösung. Ich plane schon, ich habe nämlich hier drin gesehen, ich habe hier in der Führungsschiene, habe ich diverse Bohrungen noch, wo ich dann beispielsweise Bolzen noch in dem Holz hier integriere, wo ich es dann auf einer festen Höhe noch arretieren kann. Du kommst rein und du hast gleich hier diese offene Weite. Also es wirkt viel geräumiger, als von außen so ein Haus aussieht. Oben sind die Austrittsdüsen für die Klimaanlage. Die eigentliche Klimaanlage ist von Fuma, ist aus dem Wohnmobilbereich, ist hier hinten dran. Kalte Luft fällt nach unten. Ja. Und deswegen haben wir uns entschieden, die Lüftungsaustritte nach oben zu machen. Mhm. Und unten sind die Luftaustrittsdüsen von dem Fuma Heizsystem, was über Gas funktioniert. Ja, damit kannst du das ganze Haus problemlos heizen. Super. Und dann sehe ich hier schon unsere Traumküche in Kleinformat, eine richtige Insel. Und das haben wir damals schon gesehen in einem Haus auf dem Tiny House Festival. Ne? Aber ja, das fand ich sehr, sehr schön. Also ich fand die Idee super, aber ein wichtiges Detail war der ausziehbare Esstisch. Ja. Das
habe ich mir auch vom das habe ich mir auch vom Simon empfehlen lassen. Du kannst das hier dann einfach runterklappen. Ja. Stellst den auf, klappst die Tischplatten aus. Perfekt. Und dann hast du Platz für. Und hast. Ich habe es noch nicht probiert, weil mir fehlen noch die Stühle. Ich habe noch, da muss ich gucken, Klappstühle oder irgendwas Schönes, was gut dazu passt. Du kannst auf jeden Fall mit mehreren Personen hier sitzen. Das ist auch stabil. Das ist stabil, ja. Wird auch hier nochmal, wenn ich es richtig mache, nochmal ein bisschen reingeschoben. Ist sehr, sehr platzsparend, deswegen fand ich das toll. Du hast grundsätzlich auch sehr viel Stauraum, ne, hier in dieser Insel. Ja, genau. Sehr schön gelöst mit der Steckdose. Und du kochst mit Gas, ne? Jawohl. Wie ist das so jetzt in der ersten Erfahrung hier zu kochen? Musst du den Ofen überhaupt anschmeißen oder heizt sich das relativ schnell auf? Es kommt auf die Außentemperatur an. Okay. So alles unter 10 Grad nutze ich den Kamin sehr gerne. Okay. Sobald es draußen wärmer ist als 10 Grad Außentemperatur, wird es hier sehr schnell sehr, sehr, sehr warm. Mhm. Und jeder, der schon mal auf Gas gekocht hat, weiß, wie angenehm das ist. Ja. Induktion ist auch toll. Ja. Du machst an und es läuft. So, machst aus, die Hitze ist wieder weg. Also das ist wirklich super, das mache ich sehr gerne. Eigentlich war der Plan, den Backofen ganz normal, klassisch unten hier einzubauen. Mhm. Ich muss aber sagen, die Lösung ist jetzt wesentlich besser, weil hier unten, der ist immer unbequem geworden. Ja. Und ich habe mir hier dann, ich habe mich für einen Backofen mit Backwagen entschieden. Der ist toll, weil ich komme hier super dran. Ich kann hier gut dran arbeiten. Die Arbeitshöhe ist schön und wenn ich die Fenster öffne, übrigens auch ein Highlight. Geht's direkt nach draußen weg, die Hitze und was auf den Backofen kommt. Die Fenster sind nach dänischem Vorbild, gehen nach außen auf. Du kannst die Griffe runterklappen und auf jeder Position, wo du möchtest, arretieren. Du kannst die bis maximal 90 Grad öffnen. Du kannst die auch hier arretieren, dass sie halt vom Wind dann nicht hin und her geblasen werden. Das finde ich auch genial. Und das sind Holzfenster. Das sind alles Holzfenster, ja. Also wenn du jetzt hier kochst und hier stehst, wie ist das denn vom Raum? Du hast jetzt sicherlich weniger Platz als in deiner Küche in der Wohnung damals noch. Der Platz ist genau der Platz, den ich halt brauche. Das ist für mich alles optimal gemacht worden. Die Höhe der Arbeitsflächen, die Abstände, dass es wirklich auf mich perfekt zugeschnitten ist. Auch der Abstand hier zur oberen Etage, dass ich ausreichend Platz habe, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss hier ständig den Kopf einziehen. Das ist halt optimal. Du hast eine perfekte Höhe hier gewählt. Wir haben herausgefunden, es sind nicht mal knapp 2 Meter. 1,95, genau. 1,95 und ich passe da wunderbar durch. Und dann habe ich das erste Mal herausgefunden, dass ich eigentlich 1,86 groß bin. Und was mich begeistert ist, dass ich mich hier an keinem Bereich des Raumes eingeengt fühle. Ich kann hier wunderbar vorbei, selbst an der Leiter vorbei, die würde mich gar nicht stören. Das mit der Leiter war eine ganz pragmatische Lösung, die auch der Micha wirklich gut gelöst hat, finde ich. Um nach oben zu kommen, hängst du sie ab, hast sie hier ein und ich mit meinen 97 Kilo kann hier hoch und da wackelt nichts, da zuckt nichts, also ich komme hier wunderbar hoch, ich fühle mich nicht unwohl. Ja. Und ich persönlich habe kein Problem damit. Es gibt viele Lösungen. Ich habe auch mal darüber nachgedacht, so eine Treppenlösung mit Stauraum bin ich von weggekommen, weil wenn ich zu viel Stauraum habe, dann sammle ich auch wieder zu viel Sachen. Und ich habe mich gerade von allem gelöst, habe einen Neustart gemacht und habe gesagt, ich will jetzt einfach nicht mehr so viel. Ich hätte auch nie gedacht, dass so eine Leiter für mich in Frage kommt. Jetzt setze ich mal normal hin. Du könntest quasi auch auf der abflachenden Seite könntest du wahrscheinlich immer noch aufrecht sitzen. Und der Plan wäre halt normalerweise, man sitzt ja mit Kerzen gerade im Bett, du kannst dir auch Kissen an die Seite legen und dich lehnst dann mit dem Rücken an der Wand, wie so eine gemütliche Sitzcouch. Stimmt. Hier wäre ich, glaube ich, mit am meisten. Ich finde das richtig schön hier, die Energie, wirklich. Ja. Auch die 3 Fenster, ist einfach traumhaft. Ich kann hier unten das Licht einschalten und oben kannst du es dann am Schalter wieder ausschalten, dann muss ich nicht immer hoch und runter. Du musst nicht immer hoch und runter, genau. Das ist super. War ursprünglich nicht geplant, aber ich fand die Idee nett. Ich kann über das Smartphone auf mein Schlafzimmer gehen. So, das heißt jetzt Frühlingsblüten oder Sonnenuntergang. Ach, schön. Entspannen. Nachtlicht. Das ist Nachtlicht? Mit dem Nachtlicht ist ziemlich dunkel, ja. So. Man kann das auch richtig abdunkeln hier oben, ne? Ja, den PCs. Du kannst dann einmal ringsrum die PCs runterziehen und es wird fast komplett dunkel. Also rein. Darf ich es mal aufmachen? Ja, sicher. Nein. Ich frage lieber vorher nochmal. Oh, schön. Das ist
richtig cool hier oben. Ist momentan wird von außen ein Tank befüllt, der hier unten in der, unter der Spüle mit ist. Der fasst 80 Liter. Cool. Muss ich halt alle paar Tage auffüllen, aber da ich momentan nicht auf dem endgültigen Grundstück stehe, kann ich super damit leben. Ich arbeite in der, im Fitnessstudio und ich dusche meistens auf der Arbeit. Ich möchte mich dazu zwingen, nicht mehr so bequem zu sein. Man kennt das von zu Hause, aus der Wohnung, aus seinem Haus. Du hast immer fließend Wasser. Mhm. Du musst dir um nichts Gedanken machen und ich finde das für mich schön, mir das Leben unbequemer zu gestalten, weil ich muss das Haus verlassen. Das mache ich dann immer sehr zeitig, dann habe ich meine Routine. Mhm. Und bin schon mal draußen in der frischen Luft, gehe nochmal eine Runde spazieren oder laufen und für mich ist das toll. Cool. Ja, man neigt ja so zur Bequemlichkeit ja. immer wieder. Ja, ja wenn man sich nicht ständig selber fordert, dann wird man irgendwann bequem. Wir passen zu dritt sogar rein, oder? Ja. Beim Badezimmer war mir eigentlich nur wichtig, es sollte für mich groß genug sein, dass ich mich frei bewegen kann, dass ich nicht wie im Wohnwagen alles so auf engstem Raum machen muss. Daher die Höhe ist vollkommen ausreichend. Ich habe fast eine ebenerdige Dusche. Ich habe nur so eine minimale Erhöhung. Ja. Erhöhung. Und hier habe ich Platz gelassen für eine Waschmaschine später. Aktuell hänge ich hier dann meine Jacken und Hemden und Hosen, alles was man aufhängen muss, hängt momentan hier. Da gibt es bestimmt auch am Schluss noch eine bessere Lösung. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ein Tageslichtbad. Ich habe zwei Fenster im Badezimmer. Ich hatte vorher nicht mal eins. Dann schaffst du auch schnell Durchzug, ne? Genau, richtig. Du schon hier, genau wie in den Küchenfenstern oder die anderen, die kannst du nach außen öffnen, kannst du genauso arretieren. Super. Und kannst mal schnell durchlüften, gerade nach dem Duschen. Diese Duschtür ist eine richtige Glastür, weil ich die finde, sind einfacher sauber zu halten. Wenn du dann, ich gehe mal in die Dusche rein. So. Reicht für mich. Ich habe genug Platz, mich hier zu bewegen. Und wenn du fertig bist mit Duschen, öffnest du die Türen und dann hast du wieder ein größeres Raumgefühl. Und super. Dir reicht auch quasi die Handbrause an der Decke. Das ist ja auch eine coole Konstruktion eigentlich. Ja, du kannst damit ganz normal oder zum Drunterstellen, zum Duschen reicht das super aus. Und du hast die bekannte Tiny House Trockentrenntoilette verbaut. War jawohl. Das für dich klar, dass du die gleich haben willst? Das war oder? Von Anfang an tatsächlich klar. Ja. Momentan ist noch nicht regelmäßig in Gebrauch, da ich tagsüber viel unterwegs bin und nutze sie eigentlich nur gelegentlich. Und das Tolle ist natürlich auch mit deinen Duschtüren, weil du ja genau, wenn dort dann die Waschmaschine stünde, genau. du Platz hast, diese zu beladen und richtig. Musst nicht über die Toilette. Ich komme super ja. und alles ja. dran. Es ist ein Acrylwaschbecken, ist tatsächlich aus dem Campingbereich. Aus Gewichtsgründen haben wir uns dafür entschieden. Hier kommt dann später noch ein kleiner Spiegel, also ein Spiegel hin oder ein Spiegelschrank. Auch da möchte ich mich inspirieren lassen, wenn ich irgendwas sehe, was mir von Anfang an super gefällt, wo ich davor stehe und sage, genau das passt dahin, dann möchte ich es mir holen. Und die Spiegelbeleuchtung hättest du ja auch gleich hier, ne? Richtig, die genau. du dann wieder mit deiner App steuern kannst. Sehr, sehr schön, weil sonst sieht man ja auch ganz oft diese Deckenstrahler, die hast du jetzt in deinem Tiny House aber nicht verbaut, ne? Nee, die habe ich nicht verbaut. Ich habe zwar auch anfangs drüber nachgedacht, aber ich fand dann die Lösung toll. Mhm. Es wirkt so ein bisschen, ja, fast ein bisschen retro, ein bisschen rustikaler. Ich finde es auch sehr atmosphärisch, also ja. man vermisst es gar nicht, weil du schaffst ja trotzdem deine Helligkeit. Ja. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz sehen. Du hast uns ja gesagt, bei deinen Klamotten, du hast auf das Wesentliche reduziert. Und diese sind ja in den drei Kisten drin. Mhm. Und das sind alle Klamotten, die du besitzt. Vom, du sagtest eben, begehbaren Kleiderschrank zu diesen drei Kisten, ja? Das war einer der größten und schwierigsten Schritte, was ich auch nicht erwartet habe. Das Aussortieren der Kleidung. Man glaubt gar nicht, wie viel sich in ganz vielen Jahren an Kleidung ansammelt, was man nicht trägt, was man nur gelegentlich trägt. Eigentlich habe ich erwartet, dass das Aussortieren meiner Unterlagen in meiner Wohnung die größte Herausforderung wird. Das ging relativ gut nach dem Prinzip von Marie Kondo. Da habe ich das Buch gelesen und fand das ganz gut. Und dann habe ich vor meinen Klamotten gesessen. Und das hat mehrere Monate gedauert, bis ich es geschafft habe, mich wirklich von allem schlussendlich zu trennen. Häufig ist eine der allerersten Fragen, wenn ich Besuch bekomme, ja, ist ja alles ganz toll, aber wo hast du deinen Schrank? Wo sind deine Klamotten? Ich versuche nur noch das zu kaufen, was ich wirklich benötige. Mhm. Und denke vorher zwei, dreimal drüber nach, brauchst du das wirklich? Ich habe gar nicht so viel Platz für so viele Klamotten. Ich habe hier meine T-Shirts, hier meine Hosen und lange Hosen, kurze Hosen. Hier drüben Wintersachen, lange, also dicke Pullis, normale Pullis. Im Badezimmer haben wir eben gesehen, Dinge, die ich aufhängen kann. Und hier unten im Schränkchen habe ich noch so ein paar, habe ich meine Arbeitskleidung, Sporthosen und sowas. Ein bisschen Werkzeug hattest du da auch, ja, ne? Ja, genau, aber da brauche ich nicht so viel Platz für. Ja. Und ich habe mir alles so geholt, dass ich eine Woche problemlos
überstehen kann, auch ein bisschen länger, auch mal 8 oder 9 Tage, dass ich genug Reserveklamotten habe, die mir reichen. Und nach einer Woche muss ich waschen. Ich kann nicht 2 Wochen warten. Ich muss nach einer Woche meine Wäsche schnappen, in die Waschmaschine tragen. Momentan habe ich ja keine Waschmaschine hier und bin dann unterwegs. Und du zwingst dich wieder rauszugehen. Richtig. Und was zu tun. Ich mache das auch bewusst momentan in einem Waschsalon. Das ist eine Routine geworden, ein Ritual. Ich stehe samstags morgens zeitig auf, nehme mir meine Wäsche, fahre nach Mainz, stopfe das in die Maschine. Ich weiß, wie lange die Maschine läuft und gehe am Rhein spazieren oder gehe in die Bäckerei und trinke einen Kaffee und hab's gemütlich. Oder ich gehe auf den Markt und kaufe mir frisch Obst und Gemüse. Samstags morgens ist in Mainz immer der Markt. Das ist ein Ritual geworden. Cool. Und du planst auch später, wenn dein Haus am endgültigen Standort ist, dass du dann noch eine Terrasse integrieren möchtest vorne? Ja, genau. Also vorne vor dem Haus soll dann definitiv noch eine möglichst große Terrasse werden mit einem kleinen Sonnensegel. Und ihr habt mich auf die Idee gebracht, dass man die Fenster als Durchreiche nach draußen nutzen kann. Du kannst dann hier stehen und kochen, backen und direkt nach draußen an die Gäste weiterreichen. Wir genießen es total, dass wir uns auf dem Weg jetzt nochmal sehen konnten, weil immer wieder neue Ideen kommen. Mit jedem Tiny House kommen neue Ideen und man inspiriert sich immer gegenseitig. Also das ist wirklich schön. Nochmal zusammenfassend, das heißt, du heizt mit Gas im Moment? Gas, beziehungsweise eigentlich momentan hauptsächlich sogar über den Kamin, weil der ist mit seinen 4,5 Kilowatt mehr als ausreichend stark, um das Haus hier super aufzuheizen. Die Außenfassade ist Zedernholz. Die Dämmung selber ist mit Schafwolle, weil der ökologische Aspekt war mir wichtig. Es ist nicht alles hundertprozentig ökologisch, aber so gut wie möglich. Ja. Drinnen wieder die Abschlusswände ist wieder Holz, gestrichen mit Lehmfarbe. Die Oberflächen hier sind geölt und gewachst, ist also auch keine Chemie. Ja. Keine Lacke, keine giftigen Stoffe. Auch das hier ist alles nur geölt. Das Haus atmet sehr gut und isoliert aber auch gut. Also ich habe noch keinen Moment hier drin gefroren. Du hast das Haus bauen lassen? Jawohl. Magst du uns verraten, was es ungefähr gekostet hat als Orientierung? Ungefähr kann man sagen, ohne Geräte, ohne Kamin war ich bei etwa 75.000 Euro. Plus alles, was eben noch so an Kleinigkeiten dazukommt, weil ich wollte meinen Backofen aus meiner anderen Wohnung nicht mitnehmen. Habe mir einen neuen Backofen geholt, ich brauchte einen neuen Kühlschrank. Das sind Sachen, die habe ich jetzt nicht mehr mit in die Rechnung reingenommen. Weil du sie die auch so geholt hättest. Ich brauchte es sowieso. Ursprünglich war geplant, das Haus schlüsselfertig Rohbau nur machen zu lassen. Und hat sich im Laufe der Bauphase einfach ergeben, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte aber doch zum Ende kommen. Micha, kannst du mir das fertig machen und wo landen wir dann? Und wie gesagt, ohne Großeinrichtungsgegenstände ca. 75.000 Euro. Gibt es irgendwas, was du beim nächsten Mal vielleicht anders machen würdest? Wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen. Ja. Wenn ich die Fenster öffnen möchte, wenn ich das hier aufmachen möchte, muss die rechte Seite zuerst. Dann geht erst die linke Seite. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es vielleicht andersrum gestellt. Das hier als erstes, weil so, das ist aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, da hängt jetzt alles dran. Machen würde ich alles jederzeit wieder ganz genauso. Ich habe diesen Schritt, ein Tiny House zu bauen und hier einzuziehen, bisher nicht eine Sekunde bereut. Wollen wir was? Jetzt sind mir die Fragen ausgegangen. Sind wir zu sehen? Ich weiß es nicht. So doch, ungefähr. Doch, sehr gut. Es geht. Ach, naja, gut, ich bin irgendwie im Fokus, jetzt bist du im Fokus. Auf jeden Fall einen herzlichen Dank, Markus, dass du uns empfangen hast. Danke. Sehr gerne, danke, dass ihr da wart. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, wir uns erst. Also wir haben auch schon abgemacht, dass wir wiederkommen, wenn Markus sein fertiges Grundstück hat und alles so ist, dass er sagt, so fühle ich mich wohl, so soll es bleiben, jetzt dürft ihr nochmal vorbeikommen. Sehr gerne. Also wir sind echt begeistert und wir haben sehr viel mitgenommen aus diesem Besuch. Ja. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Liked es gerne und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.